Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, berechnen ihren Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich beschreibe, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Minua, ich grüße dich. Dieses Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, gar nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist ein Seelenplan und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich, aber wobei bei Sonnenbewegung muss ich das richtig beschreiben, die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung, was wir als Transit bezeichnen, löst etwas aus im Geburtshoroskop. Und genau das schauen wir an. Bevor ich aber starte, möchte ich die beiden Mondknoten beschreiben. Wir haben einmal hier die absteigende Mondknoten oder Ketu und das zeigt alten karmischen Erfahrungen. All das, was du erlebt hast in früheren Leben, das zeigt diese Mondknoten. Das ist die Tierkreiszeichen Fischen, da kennst du dich aus. Da zeigt auch deine Spiritualität, deine künstlerische Begabung, deine Intuition, hat viel mit Gefühlen was zu tun, aber achte auf die Richtung, dass du deine Vision, deine Vorstellung, deinen Traum vertraust, dass du daran glaubst und dann loslassen, geschehen lassen. Hier zeigt sich das Urvertrauen, das Vertrauen des Lebens. Und hier im 9. Lebensbereich kommen noch Themen dazu, wie Ausland, Erfahrungen im Ausland oder religiösen Themen oder Spiritualität. Da kennst du dich aus. In diesem Weg bist du schon gegangen. Und die Seele sucht etwas. Und das ist dieser Drachenkopf. Die beiden bilden sich eine Drache. Aber dieser Drache ist getrennt, der Kopf wurde abgeschnitten und die Seele sucht diesen Kopf und das ist im Horoskop versteckt und das zeige ich auch. Das, was die Seele sucht, weil die Seele braucht das als Lebenserfahrung, das befreit auch und das hast du hier im Jungfrau im 3. Lebensbereich. Und das bedeutet, etwas in Ordnung zu bringen, etwas bereinigen. Hier brauchst du Heilung. Und das zeigt deine Erinnerungen an deine Kindheit und Jugend. Wie hast du das erlebt, die Schulzeit? Warst du auf die Seite geschoben oder könntest du dich behaupten, wie war die Verbindung zu deinen Geschwistern oder anderen Kindern? Wenn hier Verletzungen hast, diesen verletzten Gefühlen, dann zeigt hier die Jungfrau, dann brauchst du Heilung. Und später im Erwachsenenalter wiederholt sich das alles, das spiegelt sich etwas im Leben. Wie kannst du dich behaupten gegen Konkurrenten, gegen Rivalinnen? Und nicht davonlaufen, sondern dich zu behaupten. Und das ist die Schule des Lebens. Hier in diesem Bereich sind auch aber Schulungen, Ausbildungen und Informationen, ein Austausch von Informationen, auch Medien. Diese beiden Mondknoten bewegen sich und lösen sie karmischen Themen aus im Horoskop.
die absteigende Mondknoten Ketu, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch im Schütze. Und hier aktiviert karmischen Themen. Das hat mit Reisen was zu tun, mit Sport, Bewegung was zu tun, mit Neuorientierung zu tun, auch mit deinem Alltag zu tun und Arbeit und Gesundheit. Und dieser Drachenkopf, dieser Rahu, was die Seele sucht als neue Lebenserfahrung, dieser Rahu bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillingen hier. Und das bedeutet ein höheres Bewusstsein, mehr Leichtigkeit, mehr in diesem Spielerischen zum Kommen, die tiefe Geheimnisse des Lebens erforschen oder Geheimnisse, alles was hinter geschlossenen Türen passiert. Und auch die Ursache von etwas, auch Ursache von Erkrankungen oder geheime Feinde gehört auch zu diesem Lebensbereich. Was noch wichtig ist, Erde, unserem Planet Erde, das ist Gaia, unserem Planet Erde bewegte sich in deinem Geburtstag im Löwe und das ist deine Selbstdarstellung, dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwertgefühl und das muss hier manifestiert werden. Wenn das klappt, manifestiert sich auch die Werte und die Finanzen. Und jetzt schauen wir an die Bewegungen. Sonne zeigt die Monatsthema, das ist die kleine Uhrzeiger im kosmischen Uhr. Sonne bewegt sich im Widder und das heißt erstmal die Widderenergie, Begeisterung, Neuanfang, Kraft und Mut. Dann kommen Themen dazu, was hier im 10. Lebensbereich gehört, wie Zielsetzung, Öffentlichkeit, Berufung, Anerkennung, Respekt. Hier bewegt sich auch Uranus und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Die Themen sind die gleiche. Da kommen oft unerwartete Ereignisse. Uranus wirkt manchmal wie ein Blitz, plötzlich unerwartet. Uranus ist noch einigen Jahren hier nach indischen Berechnungen. Mars setzt etwas in Bewegung, das ist die Kraft. Und mit dieser Mars-Energie können wir uns behaupten, uns wehren. Mars bewegt sich im Stier. Mars hat eine Verbindung zum Bewegung wie Sport oder Auto. Das ist eine männliche Energie, kann auch bedeuten, dass ein bestimmter Mann einen Einfluss hat auf dein Leben. Das kann dein Partner sein, dein Wunschpartner oder auch anderen männlichen Personen, wie zum Beispiel ein Arzt oder ein Handwerker oder ein guter Freund oder ein netter Nachbarn oder jemand von der Familie. Mars ist im Stier, das heißt, deine Kraft sollst du einsetzen um die Werte und um die Finanzen. Das ist Stierenergie. Das ist Stier. Außerdem, wenn du kraftlos fühlst, dann bewahre die Ruhe und genieße den Tagen. Das ist auch Stier. Und hier im 11. Lebensbereich handelt es sich auch um Wunsch, Hoffnung. Und das kann natürlich dieser bestimmte Mann sein. Oder setz deine Kraft ein für deine Wunscherfüllung. Das ist die innere Kraft, die Überzeugungskraft. Möglich ist es auch, dass du im Freundeskreis dich behaupten musst oder dich durchsetzen musst. Oder im Freundeskreis hast du Kontakt, Begegnung mit einer männlichen Person. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist momentan aber rückläufig, das heißt, es bremst etwas. Nichts überstürzen, sagt Jupiter gerade, hat aber auch mit Vergangenheit was zu tun. Auch unserem Kindheit, Jugend oder all das, was in früheren Leben passierte, diese Rückläufigkeit, kann auch karmische Themen hervorrufen. Jupiter bewegt sich im Mai im Tierkreiszeichen Skorpion.
Erstens ist wichtig die Skorpion-Energie, das ist die Transformation, die Gefühle. Das heißt, verabschieden von negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl und übergehen auf die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit und Liebe. Das ist diese Skorpion-Wandlung, die Kundalini-Energie. Und hat das auch mit Kindern was zu tun, mit deinen Kindern oder dein Kindheit, dein inneren Kind, diese Erinnerungen, wo natürlich auch die Gefühle auch eine Rolle spielen. Die fünfte Lebensbereich bedeutet auch Lebensfreude, das Leben genießen oder etwas in Gestalt bringen, etwas spielerisch betrachten. Und bei Skorpion-Energie kann auch die Intimität berühren. Also da diese spielerische, diese Lebensfreude aber auch zulassen. Und Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn belehrt uns auch und manchmal schränkt uns auch ein. Saturn ist rückläufig, das bremst etwas, falls du Veränderungen möchtest, schicksalhafte Veränderungen, oder hat das auch mit Karma oder Vergangenheit was zu tun. Saturn bewegt sich im Schütze. Da kommen die Schützenthemen wie Bewegung, Reisen, Ausland oder Neuorientierung oder religiösen Themen gehört auch zum Schützen. Und hier im sechsten Lebensbereich handelt es sich um deinen Alltag, um deine Gesundheit und um deine Arbeit. Und das in Form zu bringen, belehrt dich Saturn gerade. Pluto ist auch hier und Pluto zeigt alles oder nichts und konzentriert auf dem Wesentlichen und alles andere ist uninteressant. Und mit dieser inneren Kraft kannst deinen Alltag bewältigen. Wenn das um gesundheitliche Themen handelt, dann bei Saturn Einfluss haben wir Themen mit Zähnen, Knochen, besonderes Knie oder Haut. Bei Pluto handelt es sich um Geschlechtsorganen oder unserem inneren, diesen seelischen Bereich. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir das glauben. Neptun bewegt sich im Wassermann und das heißt Ideenreichtum. Du hast viele Ideen, was du verwirklichen möchtest, deine Träume. Und hier im achten Lebensbereich handelt es sich um die Wandlung, dass du das verwirklichen kannst. Außerdem kommen noch andere Themen dazu, wie Erbschaft oder die Finanzen, besonders wenn das um den Partner, das Geld des Partners oder Ämter wie Finanzamt, Banken, Versicherungen. Diese Ämter spielen hier auch eine Rolle. In deinem Geburtshoroskop ist hier Sonne und Merkur. Sonne steht in Verbindung zum Vater, aber auch dein Selbst, deine Selbstdarstellung und Merkur herrscht über die Zeit, die Kindheit und Jugend. Aber das ist in dein Geburtshoroskop. Venus verschönert etwas, Venus bringt Harmonie. Venus ist die Planet, die Liebe. Und das ist weiblich und zeigt uns als Frau. Aber bei dieser Bewegung, bei dieser Transitbewegung kann auch bedeuten, dass Einflüsse kommen von außen, Begegnungen mit anderen Frauen. Oder kommen Themen wie Kunst, Kreativität oder wir verschönern etwas. Venus steht auch in Verbindung zum Selbstständigkeit. Venus befindet sich im Fischen. Hier hast du auch karmische Erinnerungen, karmische Themen und das kann auslösen, dass du eine Reise schön findest oder du brauchst diese Erfahrung im Ausland. Das bringt etwas in Harmonie. Natürlich kann auch bedeuten Liebe im Ausland oder du kennenlernst jemanden und besuchst dich aus Ausland
oder deine Kreativität, deine spirituelle Richtung, Verbindung zu anderen Frauen. Merkur und Mond ist auch hier, 1. Mai. Merkur handelt, also dass du etwas in Bewegung setzt und handelst. Und bei Merkur-Energie kommen auch Nachrichten, Gespräche und das von Ausland oder in spirituelle Richtung. Und Mond aktiviert das. Mond ist die große Uhrzeiger in dieser kosmischen Uhr, hat einen Einfluss auf unseren Alltag, beeinflusst unsere Gefühle. Mond zeigt auch Empfängnis, also hat auch mit Mutterschaft, mit Schwangerschaft auch was zu tun. Und Mond steht auch in Bezug zum Mutter, zum Mutterthemen oder Mütterlichkeit. 2. Mai steht Mond in Verbindung zum Venus und das ist Liebe, Partnerschaft, sehr gefühlsvoll. Oder du hast das Gefühl, dass du möchtest deine Weiblichkeit leben. Bedeutet auch, dass du hier Kontakt hast mit einer Frau aus Ausland und das löst etwas aus in deinen Gefühlen. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung. Sie wirken zusammen. Das sind Handlungen, Gespräche über Gefühle oder sehr gefühlsvoll. Kann auch bedeuten, kommt eine Nachricht von Ausland oder Gespräche im spirituellen Bereich und das löst in deinen Gefühlen was aus. Das kann auch etwas Schönes sein, eine gute Nachricht, was dich begeistert. Oder diese Nachricht löst aus in deinen Gefühlen etwas, das kann auch Wut sein oder Enttäuschung. Also von beiden Seiten ist das möglich. 4. Mai ist Neumond im Widder, das heißt Mond übergeht im Widder und hier trifft Sonne und Mond. Die Widder-Energie ist stürmisch. Es ist aber Neumond und Neumond sagt langsam, 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 nicht so stürmisch voran, sondern abwarten, zurückhaltend sein, nachdenklich zu sein oder meditieren. Und worüber sollst du meditieren, worüber sollst du nachdenken? Das ist die Widder-Energie, ein Neuanfang oder Themen, was zum 10. Lebensbereich gehört, wie Anerkennung zu bekommen, in Öffentlichkeit zu sein, die Berufung leben. Dieser Neumond ist exakt im 23.46 Uhr. 5. Mai übergeht Merkur im Widder. Und löst etwas aus, Gespräche, Kontakte, Nachrichten oder ein Vertrag oder ein Termin, bedeutet hier im 10. Lebensbereich auch Neuigkeiten, in die Öffentlichkeit zu sein, Gespräche zu führen oder einen Vertrag halten oder du verdrehst deine Meinung oder du vermittelst etwas, deine Meinung und das kommt an anderen Hörern zu und damit bist du wahrgenommen, bekommst du Anerkennung dafür oder hast du Termin, Vertrag bezüglich deiner Berufung. 6. Mai übergeht Mond im Stier und aktiviert Themen wie Werte, etwas Wertvolles in Besitz nehmen und das befestigen, das ist Stierenergie oder Geld, das gehört auch zum Stierenergie. Andere Themen sind wie deine Wünsche, deine Hoffnungen oder Freundschaften, Bekanntschaften oder eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen. Diese Themen werden hier aktiviert. 7. Mai übergeht Mars in Zwillinge. Und das heißt Rückzug. Entweder er ist im Rückzug oder du brauchst Kraft, fühlst du dich kraftlos
und sollst du dich ausruhen, dann ziehe dich zurück. Möglich ist auch, dass du hier geheime Feinde hast und musst du dich behaupten, Kraft zu zeigen, dich durchsetzen. Achte mal, übergeht Mond im 12. Lebensbereich in die Zwillinge und hier trifft Mars und Mond. Das sind alles im Geheimen. Das kann bedeuten, dass ein Mann Gefühle für dich hat, aber das ist alles noch im Geheimen. Oder dass eine männliche Person erzählt etwas über seine Gefühle und du erfährst Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du spürst, dass jemand gegen dich ist und du brauchst da die Kraft. Im selben Tag steht Merkur und Venus in Merkur und Uranus. Merkur und Uranus in Verbindung hier im Widder. Das heißt, Uranus und Merkur treffen sie sich und sie wirken zusammen. Und das sind Überraschungen, unerwartete Ereignisse, eine Nachricht, ein Gespräch und dadurch verändert sich etwas. Entweder kommt eine Nachricht, was dich überrascht und dadurch verändert sich etwas oder deine Einstellung ändert sich und diese Nachricht, diese Botschaft ist etwas, wo du damit nicht gerechnet hast. 10. Mai übergeht Mond im Krebs. Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil Mond herrscht über die Krebs. Dein Geburtsmond ist auch hier im Krebs. Und das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun, auch mit deinem Auftreten, mit deinem Aussehen, weil Krebs ist dein Aszendent. Da ändert sich etwas oder nimmst etwas anderes wahr und das beeinflusst deinen Gefühlen. Möglich ist es auch, dass du etwas veränderst in dein Aussehen. Anderen Haarschnitt oder ein anderen Kleid. 11. Mai übergeht Venus im Widder. Und das bedeutet entweder, dass du als Frau hier wahrgenommen bist und stehst in die Öffentlichkeit. Das kommt deine Venus-Energie, deine Weiblichkeit, deine Schönheit im Ausdruck. Und das ist Glanz, das wird wahrgenommen. Möglich ist auch, dass etwas bewegt sich in die Liebe-Partnerschaft und kommen Neuigkeiten und das steht alles in die Öffentlichkeit. Oder in die Liebe im Arbeitsplatz ist. Oder bekommst du Kompliment als Frau. Möglich ist es auch, dass eine weibliche Person hilft dir beruflich oder etwas veröffentlicht, bringt in Öffentlichkeit. 12. Mai ist Halbmond im Krebs und das trifft dich persönlich. Halbmond ist Spannung. Entweder bist du unsicher oder kommen Einflüsse von außen, das verletzt dich oder das nervt dich. Bei Krebsenergie ist auch möglich, dass du dann zurückziehst. Uranus ist auch hier in dein Aszendent, in dein Geburtshoroskop. Und Uranus steht auch astromedizinisch zum Nervensystem, dass du da empfindlich reagierst. Und in diesem Tag fehlt die Erde-Element, fehlt die Sicherheit, Stabilität, einen unsicheren Auftreten oder hast du etwas vor und du zweifelst daran, das in Tat umsetzen zu können. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12. 13. Mai übergeht Mond im Löwe, das ist eine zunehmende Mondphase und das eignet sich dazu, etwas beginnen, starten, was zunehmen soll, aber niemals im Tag, wo Halbmond ist, weil genau das Gegenteil passiert, Halbmond wirft das alles zurück. Und hier bei diesem zunehmenden Mondphase kannst um die Finanzen kümmern. Das hat mit Finanzen was zu tun. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau.
Hier kannst du etwas in Ordnung bringen, bereinigen, stehst du in die Schule des Lebens, lernst du etwas ordnen im Leben oder etwas sortieren, kritisch betrachten, trennen Spreu von Weizen. Und hier handelt es sich auch um Kontakte zum Verwandten, Bekannten oder um Informationen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Und das heißt, es beginnt ein neues Monatsthema. Und das ist hier im Stier. Das handelt sich um wertvolle Dinge in dein Leben, das in Besitz zu nehmen, auch die Finanzen, um die Finanzen kümmern. Außerdem Freundschaften, Gruppen mit gleichgesinnten Menschen oder deinen Hoffnungen und Wünsche. 17. Mai übergeht Mond im Waage. Sind Waage-Themen hier wichtig, wie inneren Gleichgewicht, etwas vergleichen, ausgleichen oder Gerechtigkeit oder Liebe, Partnerschaft, das ist auch Waage-Thema oder Kunst, Kreativität und das alles entweder, was die Immobilien betrifft oder deine Wohnsituation. 18. Mai ist Vollmond hier im Waage, das beleuchtet. Da muss hinschauen, weil das sind wichtige Themen. Dieser Vollmond ist exakt um 22.11 Uhr. Im selben Tag steht Uranus und Venus in einer Verbindung. Sie treffen sich, sie wirken zusammen. Unerwartete Ereignisse, Veränderungen in die Liebe oder in dein Aussehen als Frau oder stehst mehr im Mittelpunkt. Kann auch um berufliche Situationen handeln, dann geht es um Kunst, Kreativität oder dass durch eine weibliche Person ändert sich da etwas. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Und es sind Gespräche oder Termine, entweder in einer Gruppe von Menschen, das kann ein Verein sein oder eine Partei, oder Gespräche, Treffen, Handlungen im Freundeskreis. Möglich ist es auch, dass dein Wunsch ist, etwas lernen und das kannst du in dieser Zeit starten, beginnen, das zum Verwirklichen. Im selben Tag, am 19. Mai, übergeht Mond in Skorpion und aktiviert hier deinen Gefühlen und das spürst du auch intensiver. Jupiter ist auch hier und das vergrößert ein bisschen den Gefühlszustand. Es handelt sich um deinen Kinder oder um deine Kreativität, etwas kreativ gestalten oder deine Lebensfreude. Hier bei Skorpion-Energie handelt sich auch um Intimität. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter vergrößert, das sind die Gefühle. Wir neigen sogar dazu, in diesem Tag etwas übertreiben. 21. Mai übergeht Mond im Schütze, aktiviert Themen, was dein Alltag, deine Pflichten, deine Gesundheit und Arbeit betrifft. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung. Sie treffen sich, sie wirken zusammen. Wichtig ist nach deinem Gefühl handeln im Alltag oder im beruflichen Umfeld. Etwas in Form zu bringen oder Grenzen setzen. Das ist auch Saturn-Energie. 23. Mai ist Mond mit Pluto in Verbindung und das zeigt gerade in diesem Lebensbereich Alltag oder Arbeit, konzentriere auf dem Wesentlichen und lass alles andere los. 24. Mai ist Merkur im Diamant, hier im Stier und das bedeutet, es kommt etwas im Glanz, klärt sich etwas auf, wird etwas beschleunigt. Entweder im Freundeskreis oder was deine Wünsche betrifft, deine Hoffnungen. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock und aktiviert die Thema Partnerschaft. 26. Mai
ist Mond im Wassermann und das ist Halbmond. Eine gewisse Unsicherheit oder Spannung. Dieser exakte Halbmond ist 17 Uhr und 34 Minuten. Es fehlt in diesem Tag die Feuerelement, die Kraft, die Mut, die Begeisterung. Themen sind wie ämtliche Themen, all das, was mit Finanzen zu tun hat oder Erbschaft oder Wandlung. Was sollst du loslassen? Und bei diesem Halbmond neigt man dazu, etwas festzuhalten. 27. Mai ist Mond mit Neptun in Verbindung. Beide haben einen Bezug zu unseren Träumen. Kann sein, dass du etwas träumst und dieser Traum hat eine wichtige Bedeutung. Oder du sollst deine Träume vertrauen und das nicht aufgeben. Du brauchst auch eine Vorstellung, wie du das alles gestaltest. 29. Mai ist Mond in Fischen und aktiviert Themen Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Bildung, Prüfungen und Spiritualität, aber auch Glaubenssätze, dass du an dir selbst glaubst oder glaubst an die Liebe oder glaubst an Gott. 31. Mai übergeht Mond im Widder und aktiviert Themen wie Neuanfang, Begeisterung, Zielsetzung, Öffentlichkeit und Berufung. Liebe Minois, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.